Wenn ich meine Videos zurückbekomme mit den Korrekturwünschen meiner Kunden, fange ich grundsätzlich mit den Korrekturen immer am Ende der Datei an. Warum? Wenn ich hier vorne eine Korrektur habe, die lautet, schneiden Sie 3 Sekunden 24 Frames raus, dann rutscht alles, was rechts davon ist, ja, genau um diesen Zeitraum nach links. Das heißt, die Korrekturen 2, 3 und 4 befinden sich nicht mehr an der Stelle, die mir der Kunde als Timecode genannt hat. Deshalb fange ich grundsätzlich immer mit der letzten Korrektur im Video an und arbeite mich dann Korrektur für Korrektur nach vorne bis zur Korrektur, die vorne, ganz vorne in der Timeline ist. Das als kleiner Tipp. Ein anderes Vorgehen ist deutlich komplexer und schwieriger.